Wenn wir noch kurz auf die Folgen auch der Pandemie zurückblicken, da ist ja niemand irgendwie verschont geblieben. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Wie sieht es mit Funktionären aus, mit Schiedsrichtern? Da gab es ja doch durch diese 2 Corona-Jahre, wo es doch dann auch der Spielbetrieb doch auch eingeschränkt war, sicher auch Rückschläge in Hinsicht vom Personal. Wie hat sich das entwickelt? Ja, ganz interessant. Die Kinder sind größtenteils zurückgekommen. Das war jetzt nicht das große Problem, überraschenderweise. Wir haben gedacht, wir verlieren sehr viele Kinder, die kommen nicht mehr zurück. Das stimmt aber nicht. Wir haben Probleme mit den Funktionären. Da kommen viele nicht mehr zurück, weil sie gesehen haben, hoppla, ist ja schön, wenn ich mit der Familie was mache, mit der Frau was mache, ich mache selber Sport. Und die Schiedsrichter haben auch Probleme. Da haben wir einige verloren. Wir werden jetzt aber Aktionen starten im Herbst, um wieder neue hinzuzugewinnen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir bis in einem Jahr wieder dort sein werden, wo wir waren. Aber das ist eine Herausforderung. Wie werden denn diese Aktionen aussehen? Also wie kann man jemanden motivieren, dann doch Schiedsrichter zu werden, zum Beispiel? Indem wir Schulungen machen, Einladungen aussprechen. Es hat vor einem Jahr oder 1,5 Jahr oder 2 Jahren, das ist ja länger her, vom ÖFB sogar ein großes Konzept gegeben. Bitteschön, kommt zum Fußball, werdet Schiedsrichter. Kann auch interessant sein, ich glaube ich. Man sieht auch, wie man Karriere machen kann als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin natürlich auch. Und das kann schon ein Ansporn sein, zum sagen, ich weiß als Fußballer nicht so gut, ich entwickle mich nicht, aber ich möchte mich versuchen, ob ich wieder als Schiedsrichter Karriere machen kann. Das kann schon ein großer Ansporn sein. Wie groß ist denn die Lücke? Können Sie diese beziffern jetzt bei Funktionären und Schiedsrichtern oder Schiedsrichterinnen? Schiedsrichter wird man sehen, weil gerade der Kurs wieder anfängt. Das glaube ich, sind sicher Größenordnung um die 5 bis 10% weniger. Da haben wir Probleme mit den Spielbesetzungen. Funktionäre in etwa gleich. Ich glaube, die Motivation muss wieder zurückkommen. Viele waren wirklich motiviert, wenn man gesagt hat, wir machen eine Meisterschaft, wir müssen abbrechen, eine Meisterschaft abbrechen, gibt keinen Aufsteiger. Wie schaut es mit den Absteigern aus? Das kann auch zermürben und ich hoffe, wenn wir jetzt wirklich die nächste Saison durchspielen, dürfte sich das wieder normalisieren. Sie haben